Guten Tag und herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu den Kulturtipps. Heute mal ein bisschen was anderes. Und zwar gibt es heute mal einen Reisetipp oder die Komplikation quasi, die man erleben kann, wenn man unterwegs ist in der Welt. Caroline Meyer, wir kennen uns ein bisschen. Du warst gerade in Neuseeland oder bist vor einem Monat wiedergekommen und auch in Singapur. Das ist eine witzige Geschichte. Da habe ich mir gedacht, Mensch, kannst du mal ein bisschen erzählen, die Einreise. Bestimmung nach Neuseeland zu fahren, das Land, der Traum vieler Leute, gar nicht so einfach, ne? Nee, also hallo. Und es war tatsächlich überhaupt nicht einfach, weil wenn man sich in ein Flugzeug setzt, was eben nach Neuseeland fliegt, dann hat man dort eine sehr, sehr lange Liste, die bekommt man und da muss man dann zu sehr vielen Sachen eine Angabe machen, wo man in den letzten 14 Tagen war, in welchem Land, ob man zum Beispiel in den letzten 14 Tagen campen war und ob man eben die Schuhe, die man beim Campen anhatte. Das weiß man doch gar nicht mehr. Ja, richtig, aber das wollten die ja halt zum Beispiel wissen. Oder ob ich zum Beispiel Würstchen mit habe aus meinem Ursprungsland und was ich vorhabe, in Neuseeland zu machen. Dann am Ende musste man das abgeben, wenn man nach Neuseeland rein wollte. Und dann kam man tatsächlich noch an solche ganz vielen Tische, wo eben dann nochmal extra sich Leute hingesetzt haben mit dir, den Zettel durchgegangen sind. Und die haben dich dann nochmal unterschreiben lassen, dass das, was du sagst, eben richtig ist und nicht falsch. Und das war irgendwie auch so, dass du... War so ein kleiner Zahlendreher oder sowas, ne? Deswegen hätten sie dich beinahe nicht reingelassen oder was? Wurde ich fast nicht reingelassen, weil ich das O mit der Null oder die Null mit dem O vertauscht habe. Ich weiß es immer noch nicht von meinem Pass und deswegen musste in Frankfurt tatsächlich noch angerufen werden und mir musste quasi eine extra Genehmigung gegeben werden, dass ich rein darf, obwohl es für meinen Namen kein Visum fürs Land gibt. So, okay, genau. Okay. Und dann hatten wir noch, weil wir Deutsche waren, haben wir dann noch so einen Flyer bekommen, weil wir hier irgendein so ein Tier haben, irgendein so Käfer, den wollen die auf gar keinen Fall haben und sie meinten, wir sollen unseren Koffer ganz gründlich durchsuchen nach irgendeinem Käfer und wenn er da ist, soll ich sofort wieder zu denen zurücklaufen zum Flughafen und denen das melden, ja. Alles klar, dann seid ihr da so ein bisschen rumgereist, das war ja Anfang Januar, also du warst 2 Monate unterwegs, danach warst du in Singapur, da kommen wir aber gleich zu. Deine Freundin ist ja jetzt noch da, die wurde nicht zurückgeholt, sondern die ist noch da. Und das ist ja auch witzig, weil die haben einen ganz anderen Umgang mit der Corona-Krise da, ne? Ja, nee, in Neuseeland hatten die keine Lust darauf, dass es irgendwie eskaliert. Und deswegen, haben die von Anfang an Lockdown gemacht, obwohl die, ich weiß nicht genau die genauen Fälle, die haben unglaublich wenig Fälle für die Einwohnerzahl. Obwohl, also die Maßnahmen scheinen uns vielleicht viel zu drastisch, aber die haben eben gesagt, dass sie darauf keine Lust haben. Und deswegen dürfen die jetzt nicht mehr wirklich rausgehen. Okay. Und genau, da gibt es irgendwie verschiedene Level, hat mir meine Freundin erklärt. Und die haben sich jetzt schon ein Level runtergearbeitet quasi. Und jetzt dürfen sie innerhalb von 10 Minuten mit dem Auto das Haus verlassen. Also gestern hast du mir erzählt im Vorgespräch, genau, dass deine Freundin nur 500 Meter ums Haus rum war. Ne? Davor, das Level 4 ist das höchste. Okay. Und da darf man, glaube ich, nur 500 Meter oder höchstens einen Kilometer, ich weiß es nicht genau, darf man weiter das Haus nicht verlassen. Raus in die Natur, wenn Museen und Freizeitparks geschlossen sind. Heute geht es in das Naturschutzgebiet Hütter Klosterteiche in der Nähe von Bad Doberan. Die im Hütterwold-Waldgebiet gelegene Teichkette wurde mit dem angrenzenden Forst im Jahr 2004 zum Naturschutzgebiet erklärt. Über 58 Hektar erstrecken sich Teiche, Feuchtwiesen, Erlen und ein Bachtal. Von Kranichen und Waldvögeln bis zu Lurchen gibt es in dem Gebiet viel Sehenswertes. Über mehrere Kilometer zieht sich außerdem ein Naturlehrpfad. Wissbegierige können so die Besonderheiten und die faszinierende Geschichte der Region kennenlernen. Ursprünglich dienten die Teiche dem nahegelegenen Kloster mit seinen Mönchen als Fischreservoir. Das Naturschutzgebiet Hütter Klosterteiche bietet eine große Vielfalt an kleinen Naturspektakeln. Besonders im Frühling ist das Erwachen der Natur ein besonderer Genuss für jeden Erholungssuchenden. Der Umgang mit den Leuten, die da leben, das war ja ein bisschen anders. Da gab es ja keinen richtigen Lockdown, das war
Das öffentliche Leben fand statt. Unter welchen Voraussetzungen denn? Also wir waren erstmal total überrascht, weil für mich Singapur immer so die volle, lebendige, saubere Stadt war. Und wir waren eben die einzigen Europäer gefühlt in der ganzen Stadt. Also wir haben eben nur Asiaten gesehen und an den ganzen großen Touristenplätzen war eben niemand. Da waren nur wir und dann haben wir eben alleine eine Bootsfahrt gemacht irgendwie und saßen da alleine irgendwie in Cafés. Es war aber wirklich nicht, also die Restaurants waren natürlich leer, es hat einem ziemlich leid getan. Also man hat schon gespürt. Aber die waren offen, die waren offen. Die waren offen, ja, sie waren offen. Und man konnte auch noch überall hingehen, aber zum Beispiel in die großen Malls und in die großen Hotels durftest du nur, wenn du einen Fiebertest gemacht hast. Also es gab zwei Arten. In den Malls war es immer, da war dann so ein Fieberscanner, also da saßen eben so Leute auf dem Stuhl und da war dann so ein großer Bildschirm und wenn du durchgegangen bist, dann hast du eben immer geleuchtet. Man konnte sich auch umdrehen und gucken, wie warm alles ist. Ja, ja, man konnte das richtig sehen. Und wenn man eben feiern gehen wollte, das ging auch noch, waren wir auch total überrascht, dass überhaupt noch Clubs auf hatten. Vor allem, weil wir Angst hatten, dass eben niemand hingeht, weil Corona ist aber nichts war. Also es war sehr, sehr voll. Und da haben die richtig so ein Fiebermessgerät gehabt, wo man das so vorm Kopf hält. Und dann wurde einem so ein Stempel gegeben, dass man gescannt wurde und da durfte man rein in den Raum. Ja. Und wir fanden das irgendwie total cool, weil wir dachten, dass es so, also sehr bewusst mit der Situation gearbeitet wird, aber trotzdem versucht man eben das öffentliche Leben jetzt nicht total sterben zu lassen. Aber ja, und dann sind wir eben nach Deutschland gegangen und dachten uns, ja okay, wenn das da jetzt so ist und da wird so mit der Corona-Krise umgegangen, dann haben wir jetzt, ist ja okay, also da muss ja, kann jetzt hier nicht so viel schief gehen. Und dann war ich, wie gesagt, am 6. bin ich nach Hause gekommen und eine Woche später ist ja alles komplett den Bach runtergegangen in Deutschland und dann dachten wir uns auch so, verdammt, jetzt ist es nicht mehr wie in Singapur irgendwie. Wieder zurück schnell, ja, oder? Ja, genau, und da ist es ja eben auch so, dass du, dass die ja von Grund auf total hygienisch sind. Also ich glaube, abgesehen von Corona, da ist sowieso überall Desinfektion und so. Ich glaube, Singapur ist sogar die sauberste Innenstadt der Welt. Genau. Also wenn man das mit U-Bahn und so mit Berlin vergleicht, das ist wirklich total drastisch. Also da sind überall Schilder, dass man 1.000 Euro bezahlen muss, also 1.000 Singapur-Dollar bezahlen muss oder ins Gefängnis gehen muss, wenn du eben essen oder trinkst, isst oder trinkst in der U-Bahn, ja. Ach. Und deswegen ist es da, also man könnte vom Boden essen, aber soll man natürlich nicht am Anfang vom Boden essen, ja. Also ich fand, ich könnte jetzt stundenlang mit dir weiterreden über das Thema, ich finde das so amüsant, ich wollte Sie da mal teilhaben lassen an dieser kurzen und netten, diesem kurzen netten Reisebericht. Vielleicht schreibst du irgendwann mal ein Buch darüber und präsentierst das mal, aber ich finde das wirklich, wirklich schön. Also so Fazit, Neuseeland ist natürlich eine Reise wert. Ja, und ich muss sagen, Singapur auch. Also wir waren da, es war niemand sonst da und es war wirklich, wirklich schön. Auch weiß nicht, ob wir vielleicht ein ganz anderes Erlebnis hatten in Singapur. Ja, und nach Neuseeland möchte ich auch gerne nochmal vielleicht. Aber ist halt, der Flug ist schon echt nervig, muss man sagen. Genau, und lange, verdammt lange. Ja. Aber das mit, dass man so einen Zwischenstopp in Singapur macht, ist zum Beispiel, finde ich, eine echt gute Idee. Weil da hat man nur noch einen 14-Stunden- und einen 10-Stunden-Flug, was ja total schön ist. Machen ja die Fluglots, hätte ich mal gesagt, die Piloten jeden Tag. Ja. Vielen Dank für den kurzen, netten Einblick, Caroline. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, tja, Sie haben es gehört, mal vielleicht eine Reise nach Singapur. In Zeiten von, nee, im Moment ist es ein bisschen schlecht. In diesem Sinne, leben Sie Kultur und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Ciao, ciao.